Herzlich willkommen zum neuen Video. Heute wieder mit Matthias und mein TCR. Das Video sollte eigentlich schon viel, viel eher kommen. Fazit nach langem Fahren, ne, sozusagen. Auch fast 3 Jahre, ne? Ne, 2 Jahre habe ich ihn jetzt. 2 Jahre? 2,5 Jahre, glaube ich. Ach stimmt, der Volvo ja davor. Der Volvo war davor, genau. Es gab noch ein, es gibt sogar ein Video, wo ich den Wagen abgeholt habe. Das ist genau 2 Jahre, glaube ich, her. Ja, muss ungefähr 2 Jahre, weil an dem Tag war es der heißeste Tag der Woche. Und ich wollte eigentlich durch Wolfsburg laufen. Ich habe ihn in Wolfsburg abgeholt. Aber das hat dann nicht funktioniert, weil ich wieder schnell zurück zu Mimo Beach musste. Ja, und dann sollte der ja eigentlich weg vor 2 Monaten. Da wollten wir das Video eigentlich machen. Ja. Haben wir jetzt mal verlängert. Für 6 Monate. Ich weiß jetzt gar nicht, wann der genau zurückgeht. Aber ein paar Tage hast du noch, ne? Aber ein paar Tage habe ich noch. Aber wir haben jetzt, wir machen jetzt mal ein Fazit und haben bei Instagram auch aufgerufen, dass ihr gerne Fragen stellen könnt. Wer uns bei Instagram noch nicht folgt, MF Test Drive oder Michel Filet oder Matthias. So, du hast ein paar Fragen überlegt. Also es ist eigentlich so, dass der Matthias heute das Video eigentlich führt. Der wollte mir Fragen stellen. Wobei ich sehe, ist gerade sehr aufgeregt. Ne? Okay. Langsam kommt's. Langsam kommt's. Die Frage ist natürlich, hast du so ein paar Fragen, die bei Instagram gestellt wurden? Weil nicht, dass ich die dann vorwegnehme. Vielleicht beantworte du zuerst, genau. Okay, also, wir haben es heute auch erst gemacht, ne? Genau, sehr spontan. Sehr spontan. So, wo gehen wir denn hier drauf? Oh, die Story habe ich gerade gemacht, ne? So, dann gehen wir hier drauf. Die Namen dazu lese ich nicht vor, oder? Nee. Brauchst du es nicht. Die Frage, die jetzt erst gestellt worden ist, die stelle ich als letztes. Als allerletztes vom Video, erinnere mich daran. Ja. Habe ich halt vorbereitet, weißt du nämlich auch nicht. Okay. So, hier steht, was ist für dich das Besondere an diesem Fahrzeug? Ich muss echt sagen, die Power. Ja, also klar sagt man Aussehen, Felgen, Fahrkomfort. Ich muss wirklich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass das Ding so nach vorne geht. Muss ich echt sagen. Also, der ist ja nur am Kratzen eigentlich, ne? Also der ist ein Fronttriebler und der schießt so derbe nach vorne. Also ich bin immer wieder noch, auch wenn ich manchmal so abends nach Hause fahre, gibt es ein Stück, wo ich gerne mal ein bisschen schneller fahre oder auch hier auf der Autobahn. Also egal, was du auch schon für Maschinen gefahren bist, auch mit mehr Leistung, sagst du so, von der Performance Power? Also ich würde sagen, das Gesamtpaket bei dem ist einfach echt stimmig. Mein AMG, der war natürlich das Nonplusultra, ne? Aber der kommt sofort danach. Sofort nach dem AMG, würde ich sagen. Der AMG war auch schon, na, war natürlich geil. Aber das ist das, was ich so besonders, also diese Power, die der Wagen einfach hat. Finde ich einfach wirklich krass. Dann habe ich, wie sehr macht er dir noch Spaß, seitdem du ihn hast? Immer noch. Immer noch. Immer noch. Wirklich immer noch. Und es ist echt noch so oft, dass ich die Sporttaste drücke. Dann fängt er hinten an zu knallen und da habe ich echt richtig Laune drauf. Auch wenn ich, es gibt wieder das Stück, wenn man auf die Autobahn fährt, wo wir auch schon mal 0-100 gemacht haben. Also jedes Mal und ich schaffe sogar manchmal, ich glaube, ich habe schon knapp über 200 geschafft, um auf die Autobahn drauf zu fahren. Ja. Das ist dann immer so ein kleiner Kick, den ich dann immer gerne habe. Ne? Probleme mit dem Fahrzeug? Die Frage würdest du schon auch stellen, ne? Genau, die habe ich auch bei mir aufgeschrieben. Okay, dann machen wir die gleich mit dir. Aktueller Verlauf der Reparaturen ist auch mit dir. Und dann haben wir noch alle ansehen. So, nee, das war's. Es waren jetzt nicht so viele Fragen. Wir haben die Fragerunde jetzt schon ein paar Stunden online gestellt. Aber eine Frage, die kommt dann am Ende, nicht vergessen. Ja. Ist auch eine Überraschung für dich. So, Telefon auf lautlos. Ja, das ist das, was ich sagen kann. Jetzt bist du dran. Ja. Also klar, wir kennen uns noch nicht so lange. Ich habe dich damals kennengelernt, da hast du den Peugeot gehabt. Also du hast den AMG. Da fing das so an. Und den, dann hast du den Peugeot 308 GTI. Genau. Ja, genau. Und dann kam ja schon der Volvo danach. Ne? Dann kam der Volvo, ja. Genau, jetzt meine Frage, ich, bis heute habe ich das nie so auf dem Schirm. Warum, wie kamst du von dem Volvo auf den TCR? Den Volvo wäre ich gerne noch länger gefahren, XC90. Aber auch da war es nur 1 Jahr Leasing, konnte ich nicht verlängern. Genauso wie beim AMG. Und dann habe ich mit dem Thorsten Park zusammengesessen und der meinte, ey, GTI ist echt der Hammer. Dann habe ich gesagt, GTI, ah, ich habe noch nie einen GTI gehabt. Und dann bin ich abends nach Hause und da fuhr, vielleicht guckt derjenige sogar zu, ein GTI bei uns vorbei. In so einem, in diesem hellblau, so ungefähr so wie dein Audi hier, ne, so, mit goldenen Felgen. Und der hat einen Sound gehabt, dass ich gedacht habe, Alter, was ist das denn für ein Sound? Und ich war ja wollte wieder was Schnelles haben. Und dann habe ich am nächsten Tag mit Thorsten telefoniert, sag mal GTI, aber dann sollte es schon Performance sein. Dann meinte er zu mir, es gibt jetzt auch den TCR.
Ja, was ist das denn? Dann bin ich da hingefahren und dann hat er mir den gezeigt. Den gab es dann auch in der Farbe ja nur, den TCR. Als ich die Farbe gesehen habe, habe ich gesagt, okay, nimm ich. Wusste aber nicht zu dem Zeitpunkt, dass das Ding 290 PS hat. Ich dachte, der hätte auch 250 wie der Performance oder so. Was mich aber nachher geärgert hat, aber das können wir ja gleich machen. Ja, so bin ich zum TCR gekommen. Cool. Weil, klar, die nächste Frage ist dann wirklich, klar, da hatten wir auch schon so, die Frage ist, was hat dich so richtig besonders, auch innen drin, vom Interieur, vom Design her? Ich hatte mich erst mit den Sitzen nicht anfreunden können, die ich mittlerweile aber richtig geil finde, weil ich finde die Wangen geil, dass die in diesem Alcantara sind. Ne? Ich habe jetzt sehr lange bin ich den Bezug gefahren von Static, diesen Alcantara-Bezug. Den habe ich jetzt vor ein paar Tagen wieder abgemacht und wenn ich das Lenkrad wieder hatte, denke ich so, Lenkrad finde ich schon geil. Am meisten flashen tun mich eigentlich die Schaltwippen, ne? Weil die Performance halt so geil ist und wenn ich ihn halt schalten kann, finde ich das sehr, sehr geil. Aber die Sitze finde ich auch ein Highlight. Das ist so das, wo ich sage, vom Innenraum, klar, Display und so haben die aber alle ja mittlerweile, aber ich finde die Sitze, die haben halt einen sehr, sehr sportlichen Halt und wenn du den auf Komfort stellst, fühlt man sich trotzdem einfach wohl. Also wie gesagt, ich war ja nie ein GTI-Fan. Nee? Nee, eigentlich nicht, weil der ist halt oft hier im Ruhrgebiet, finde ich. Ja, das stimmt. TCR ist ja dann wieder was seltener. Mhm. Und klar, wo ich den mal gefahren bin, also die Performance muss ich auf jeden Fall recht geben. Auch mit dem Automatik hat Spaß gemacht. Und vom Design her, klar, von außen, der ist anders, der ist mega. Und ist jetzt nur nicht vom viel. Sound hätten die vom Werk aus damals nur, ich weiß nicht, ob OPF bei dir noch. Das war, wollte ich jetzt gerade sagen. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Das hat mich richtig abgenervt und ich weiß auch noch, ich bin zurückgefahren von Wolfsburg, habe ich mich ja abgefuckt über das Tempomat, ich habe ja kein Tempomat drin gehabt, habe ich ja nachgerüstet und OPF, ja, weil den Golf, den ich damals bei mir vor der Haustür gesehen habe, der hat halt kein OPF und das Ding war sowas von laut, deswegen bin ich ja sehr, sehr froh an dieser Stelle an HDH, großes Dankeschön. Ja. 88. Aber wie viel Luft dann da noch nach oben ist, ne? Hier aus dem Karton noch ein bisschen mehr Sound rausbekommen. Ja. Okay, und was sich so mega genervt hat, also auch inbegriffen Garantiefälle, Reparaturen für Schleiß. Was mich mega nervt bei dem Auto ist Start-Stopp. Man nervt mich bei so vielen Autos. Mittlerweile überall. Was ich bei dem aber so, das passiert halt bei dem auf einmal. Ne, Start-Stopp ist für mich, was ich noch sehr nervig finde, ist, dass du jedes Mal die Sporttaste neu drücken musst. Mhm. Habe ich beim AMG aber auch gehabt. Ich finde, das hätte man irgendwie anders regeln können. Wenn du den auf Sport abstellst, also gerade am Tag, wenn der jetzt nachts steht, 8 Stunden, 10 Stunden, dann kann ich das verstehen, am nächsten Tag, wenn du den startest oder so. Aber ich finde, wenn ich jetzt Kurzstrecke fahre, ich fahre zum Büro und dann fahre ich 2 Stunden später wieder weg und muss dann wieder auf Sport neu drücken, das ärgert mich so ein bisschen. Das fand ich schlimm, oder das finde ich schlimm und natürlich Panoramadach, ne, muss ich sagen. Wie oft ist das jetzt gerissen? Die Frage zweimal ist schon gerissen. Ja. Und ich habe den heute wirklich sauber gemacht, innen und außen, ne? Mit Hand übrigens, also Waschstraße ja, abgetrocknet aber und danach auch selber gesaugt und innen drin einmal alles mit Reiniger gemacht, damit wir hier schöne Bilder einblenden können. Zweimal gerissener Dach und habe ich heute nochmal geguckt, ist aber nichts. Okay, ne? Weil klar, für mich ist das, ich hatte ja einen Japaner, man sagt einmal Qualität, da geht was kaputt. Ich hatte jetzt kein Panorama, aber ich finde jetzt Golf, ich habe jetzt nochmal online ein bisschen nochmal gelesen. Also war ja auch mit Navi hat es auch Probleme, kann das sein? Mit Navi? Ach so, Over, ne? Ja, Navi war was, stimmt, da ist mir einmal ausgefallen. Und was ja auch, was viele nicht wissen, da habe ich glaube ich damals im Instagram begleitet, der ist von heute auf morgen nicht mehr angegangen. Und da hat man schon gelesen, ne? Und wenn du so viel Geld für ein deutsches Produkt ausgibst, finde ich, für VW, zweimal Dach gerissen, hinten Diffusor Lack abgegangen. Ach stimmt, das hatten wir auch noch. Navi, und dann habe ich mir da zusammengesetzt, denke ich mir so, krass, ja, da hatte mein Japaner ja gar nichts. Ja, das stimmt. Das, das ist so ein bisschen Schadensfreude, weil am Anfang viele da irgendwie so gesagt haben, oh, der eine fuhr ein GTI, der hat genau das, ja, bei dir merkst du, man klappert alles, fällt ab und so, aber... Ich weiß gar nicht mehr, was mit dem Navi genau war. Schreibt das auf einmal gerne in die Kommentare, weil sonst müsste ich jetzt mal die Videos irgendwie durchgucken. Ich komme jetzt gerade nicht drauf, was da genau war. Irgendwas war auf jeden Fall. Ach so, da hat sich, glaube ich, irgendwas gelöst, ne? Ja, irgendwas. Ja, stimmt, da hat man was gesehen unter der Scheibe, war auch ein Fehler. Und Lack hinten am Diffuser, genau, das war auch, ist ja auch ein, bei dem halt das Problem. Ne? Das mit dem Dach haben wohl viele GTIs.
Aber mit diesem Lackabplatzer, was ich auch schade finde, ich meine, oder was ich auch richtig geil finde, dein Auto hat gekostet neu, wie viel, 36? Ja, damals war der so überall zu kriegen für 36, 35, 5. Und du hast jetzt wieder 36 bekommen, ne? Sozusagen, ja. Der hat auch nicht so viel verloren, der ist echt wertstabil geblieben, weil es natürlich auch ein Sondermodell ist. Aber wenn du dir das Dach ummachst, wo ist ein schwarzes Dach lackiert, ne? Ja. Die Kante da hinten, also für die Qualität finde ich es schnell. Und wir reden hier von fast 50.000 Euro, ja, ne? Ich finde es geil bei dem Auto. Also erstmal ist der Kanal dadurch wirklich gewachsen. Das stimmt. Auto, und ich sage an dieser Stelle lieben Dank an die Community, die mittlerweile da ist. Der Kanal ist echt gewachsen durch das Auto. Was bei GTI sehr geil ist, egal was du hast, also gerade auch, wir wollten ja den lauter machen. Ja. Ne? Und dann hat sofort einer geschrieben, ey, mach doch mal im Luftfilter das und das. Also bei GTI ist halt die Community so groß, ja, dass dir echt jeder Tipps geben kann. Ne? Und jeder sagt, ey, mach doch mal dies, mach doch mal das. Oder das fand ich halt sehr, sehr geil bei dem Auto. Fand ich auch cool. Dann noch die nächste Frage. Klar, du gibst den jetzt ab. Hast du schon überlegt, den irgendwie zu, besteht da die Kaufoption, wenn der dann irgendwann wieder freigegeben ist? Ich könnte den jetzt kaufen. Hast du mal drüber überlegt? Ich habe drüber nachgedacht, aber auch wirklich nur mit dem Gedanken zu sagen, ey, ich kaufe den raus, kann den vielleicht noch ein bisschen fahren und verkaufe den dann, ja, und mache vielleicht sogar noch ein bisschen Plus an der Geschichte. Okay. Das war der einzige Grund, aber nicht, weil ich ihn für immer behalten würde. Ja. Dafür ist mir... Da ist in meinen Augen schon zu viel Technik drin, ne? Gerade Display, also wenn das mal kaputt geht. Ja, ich bin ja genauso, wie gesagt, vorsichtiger Typ auch, ne? Mhm. Und deswegen nie länger Fahrzeug behalten, so. Was hältst du davon? Nichts für mich zu klein. Das war so ein Mikrokarte jetzt gerade hier vorbeigefahren. Nee, habe ich nicht drüber nachgedacht, den sonst zu kaufen und zu behalten. Wobei ich den echt wirklich geil finde, ne? Oder hast du überlegt, Clubsport? Clubsport habe ich überlegt, ja, ne? Habe ich überlegt. Und es ist ja noch, die Wahl ist noch nicht zu 100% getroffen, aber es gibt halt drei Autos zur Auswahl, fallen aber alle mit der gleichen Maschine, also es wird auf jeden Fall ein 2 Liter sein, aber liegt ungefähr auch entweder Clubsport R oder ein anderes R, nee, nicht ein anderes R, ein anderer Buchstabe, so, ich sag mal nichts, weil wie gesagt, das weiß ich halt noch nicht genau, was da kommt. Aber ich könnte mir auch vorstellen, nochmal einen Clubsport zu fahren. Ich finde den Flügel einfach geil beim neuen Clubsport. Der gefällt mir so gut, der mir bei dem nicht so gefallen hat. Den neuen und den R finde ich einfach... Wir haben den noch gar nicht gefahren, aber wir testen, ne? Clubsport nicht, R auch nicht. Ne? Doch, R ja. Clubsport nur nicht. R, hatten wir schon, R bin ich schon gefahren, ja. In Schwarz war der doch, ne? Genau. Ja. In Düsseldorf, ne? Genau. Where's the Benji? Yeah, they just wanna see me in the grave. The law in the rave, oh no, I can't wait. You can read what you saw in the day. I was down, I'm up to the plate. Pick up a his, cause you know I can play. War ich leider nicht mit bei. Stimmt, weil der Matthias ist mit dabei. Wurdest du oft geblitzt? ja, wurde ich. Ja. Sehr oft geblitzt. Und ich habe eine Sache gerade noch offen. Ich glaube 71 km/h. Wir können ja einen Link reinmachen. Wir haben was für euch. Das nennt sich Safe. Ah ja, genau. Wir können was, ja, stimmt, Safe. Da haben wir auch einen schönen Code für euch, damit das nicht passiert. Schätze genau. Mal, 10, 15 Mal. Also den ich Safe habe, auf jeden Fall weniger. Ne? War schon oft, ich egal. Ich glaube 10 Mal, ja, hundertprozentig. Alleine schon vom Drehen, wie oft. So 3 Mal bestimmt wurde schon gesagt, das steht, ich wurde geblitzt. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Mit Safe passiert das nicht. An dieser Stelle, wenn ihr da Bock habt, unten in der Videobeschreibung machen wir einen Link rein. Gibt es sogar noch Rabattcode, oder? Genau. Ja, mit MF Testwerk gibt es sogar noch einen Rabattcode, genau. Was ich auf jeden Fall sagen kann ist, und das hätte ich nicht gedacht, dass ich das jetzt sage, aber es ist so, der Abschied fällt mir schwerer bei dem als bei dem AMG. Liegt aber bestimmt daran, weil ich in 2,5 Jahre gefahren bin. Den AMG habe ich wirklich nur 12 Monate gehabt und da war wirklich nur ballern. Ne? Mit dem habe ich mich auch echt viel beschäftigt. Ne? Also der Abschied fällt mir schwerer. Das wollte ich eigentlich auch fragen, aber hast du ja selber beantwortet. Ah, okay. Sorry. Ich finde, das Auto ist einfach bis auf den... Diffuser hinten, der ist mir zu viel, der war mir von Tag 1 aber einfach zu viel. Das fand ich eigentlich nicht persönlich jetzt, obwohl ich ja, wie gesagt, nie darauf war, fand ich den genial gemacht. Ich finde, du müsstest, wenn du den so gut findest, müssten die Reifen hinten weiter raus. Ich finde, die Reifen stehen dann dafür zu weit drin. Ich hätte das gerne so in einer Linie durchgezogen. Aber ansonsten finde ich, von außen ist der einfach geil. Und was ich natürlich auch ganz geil finde, gerade diese Hyundai i30N, die alle denken, das ist ein normaler GTI, die vielleicht auch nicht wissen, was ein TCR ist. Wenn die dann versuchen zu drücken, dann ist dann halt echt schon geil, wenn du an denen vorbeifliegst und sagst, 300 PS, also 307 haben wir auf der Rolle oder 308? 307 oder 8, ja. Ne,
Nee, warte. Nee. Der Blick war so geil. Wir gucken beide nach da oben. Sogar ein bisschen mehr. Dass man die halt verbläst, das finde ich halt ganz gut. Ne? Ich glaube, so ein Type R würde ich auch verblasen, also deiner, wenn du fährst. Nein, Spaß. Aber das finde ich ganz gut, dass er halt nicht, dass alle halt denken, es ist ein GTI, aber der hat halt nicht diese 230 PS, sondern deutlich mehr. Der hat halt deutlich mehr und das gefällt mir richtig gut an dem Auto. Ich finde vom Aussehen her, der sieht einfach echt geil aus. Ne? Ich finde, die Felgen passen super, die Farbe finde ich mega. Hier vorne auch mit der Lippe und so, Seitenschweller, dass da auch nur ganz klein TCR draufsteht, finde ich ganz gut. Das ist echt mit einer meiner schönsten Autos. Dann war auch noch eine VW-Gruppe oder Audi, gibt es ja dieses Gerücht Ölfressen. Hast du irgendwann mal Öl nachfüllen müssen, außerhalb der Inspektionszeit? Der kriegt jedes Jahr neues Öl. Aber du musstest selber an sich einmal, noch, ja. Einmal, ne? Einmal musste ich nachfüllen, letztes Jahr hat er mir Öl angezeigt und jetzt gerade zeigt er mir an den 1400 Kilometern kriegt ihr eine Ölinspektion. Also Öl musst du echt jedes Jahr immer machen, ne? Das ist aber... Du hast ja in der Inspektion nur da geschrieben, welche, wenn die da halt richtig Gas geben, die ganze Zeit knallen, dass die dann da selber nachfüllen müssen zwischendurch. Okay, so schepper ich den wahrscheinlich nicht, ne? Ich bin nie auf der Schleife gewesen damit, was ich noch gerne machen würde. Aber ne, Ölfresser ist er bei mir nicht, aber wie gesagt, ich heiz den wahrscheinlich dann auch nicht so ans Limit, ne? Wie die Jungs. Mhm. Durchschnittsverbrauch 10 Liter? Komme ich nicht mit hin. Ne? Mehr? Ja. Krass. Aber ich trete den auch dann doch immer sehr, sehr viel. Ne? Also ich glaube, so 12 Liter packt er sich weg. Ne? 11 Liter, nicht 12 schlecht. Liter. Also ich habe es auch schon mal geschafft, wenn ich in Holland gefahren bin. Dann bin ich aber danach gefahren und wirklich Tempomat 120. Ich weiß, was auch nicht erlaubt ist. 110 ist ja nur erlaubt. Oder 100. Dann hast du ihn auch schon mal auf 8. 8,5 gehabt. Ja, das ist Automatik. Das ist okay. Ja. Aber ansonsten bin ich immer bei 11, 12 Liter bin ich schon. Sonst hast du selber noch was dran gemacht? Nein, ne? Felgen waren ja original. Das war, der Auto ist komplett so original. Ja, einzige, HDA, wir haben den bei HDH umgebaut, wir haben den Luftfilter gemacht. Mhm. Von Ästhetik habe ich diesen Bezug darüber. Also würdest du immer wieder zurückgehen nach vorne? Ja. Man muss sagen, diese Problemchen, die er hatte, also ich habe ja wirklich alle Krankheiten mitgemacht von dem TCR, glaube ich. Ne? Da gibt es auch welche, die haben nicht alles mitgemacht. Aber die Krankheiten, die er hatte, die sind schon so ein bisschen nervig. Aber die Performance schlägt dann wieder alles, finde ich. Weil ich würde gerne mal wissen, wie der auf der Schleife geht. Das würde mich echt mal interessieren. Aber wahrscheinlich wäre er da als Allrad noch ein bisschen besser bedient. Ne? Aber vielleicht kriegen wir den noch hin. Und die Reifen sind eh fast runter. Da können wir die auch jetzt einmal über den Ring fliegen lassen. Eigentlich schon, ne? Eigentlich schon, ne? Kommen wir dann zurück? Ja, ich hoffe. Wenn nicht, wir sind versichert. Über die Allianz. Ne? Können wir gerne mal ein Video machen. Die Allianz versichert auf der Nordschleife, weil es eine Touristenfahrt ist. Cool. Ja, cool. Kannst du sogar mit deinem Audi jetzt mitfahren. Der hat die Performance leider nicht. Der hat die Performance nicht. Und die Reifen können wir runter. Da sind noch Winterreifen drauf. Ne, Alwetter. Alwetter, oh, okay, alles klar. Ja, dann haben wir jetzt noch eine Frage. Oder hast du noch was? Ich bin soweit fertig. Ja, wir haben noch eine Frage, die gekommen ist. Dafür müssen wir jetzt gleich aufstehen. Auch hier sagen wir den Namen nicht. Nee, nee. Geht dein Panoramadach zu, wenn man Wasser auf den Regensensor kippt? Fragezeichen. Gruß an alle. Gruß zurück. Coole Frage. Coole Frage, ne? Ja, weiß ich auch nicht. Probieren wir es einfach mal aus. Mein Schiebedach auf. Und ja, dann verabschieden. Ich hoffe, du hast Wasser dabei. Ja, ich habe extra an Wasser gedacht. Okay. Wie der Zufall das immer so will, ne? Da haben Matthias und ich angefangen zu drehen, beziehungsweise haben das eine Set abgebaut und wollten dann über das über die Frage reden. Was wir vergessen haben ist, kein schönes Geräusch, oder? Das sind unsere Mikros und an der Kamera hängt unser Empfänger. Und der empfängt natürlich das Signal und den haben wir nicht angeschaltet. Beziehungsweise den Sender, Empfänger, das ist ja der Sender, den Empfänger anzuschalten, dass der Ton ankommt. Und somit haben wir auf dem Video keinen Ton. Und somit musste ich jetzt nochmal hier hinfahren, zwei Tage später. Ist mir natürlich jetzt im Schnitt aufgefallen. Und musste das Ganze jetzt nochmal so ein bisschen nachkommentieren. Also wir haben es gemacht. Ich habe erstmal Schiebe darauf gemacht. Da muss man ja erstmal aufmachen. Dann habe ich den Wagen abgeschlossen. Und dann, ich hatte Wasser dabei, zufälligerweise. Ich wusste die Frage ja vorher schon. Und dann habe ich Wasser auf den Regensensor gekippt und siehe da, es passiert gar nichts. Ne, es ist nichts passiert, das Schiebedach hat sich nicht zugemacht. Vielleicht habe ich auch was falsch gemacht, der die Frage gestellt hat. Lieben Gruß an dieser Stelle nochmal. Vielleicht schreibt es nochmal hier unten in die Kommentare rein.
Nee, das hättest du so machen müssen oder du hättest ja irgendwie nur mit so einer Pflanzenspritze drauf machen müssen, weil da hast du zu viel Wasser drauf gekippt. Deswegen, also Panoramadach schließt sich nicht. In diesem Sinne, ich habe natürlich am Ende auch ein Dankeschön gesagt an alle, die auch mitgemacht haben, die Fragen gestellt haben. Danke an alle, dass der Kanal wirklich so groß mittlerweile geworden ist. Das liegt auch viel an diesem Auto und an dieser Community, so ein bisschen um den TCR gebaut ist. Vielen lieben Dank dafür. Wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid, dann dürft ihr den Kanal auch gerne umsonst abonnieren. In diesem Sinne, schönen Sonntag, bis zum nächsten Video.